Die Blauen Husaren halten derzeit Einzug in der Hospitalkapelle in Grimma. Die Ausstellung reiht sich damit in die Feierlichkeiten um den Einzug der Husaren vor 200 Jahren in Grimma ein. Vor 20 Jahren fanden sich Interessierte zusammen, die diese Geschichte wieder erlebbar machen wollten. Dabei dreht sich die Ausstellung aber nicht ausschließlich um die Historie des königlich-sächsischen 2. Husarenregiment Nummer 19. Vereinsgeschichte in Verbindung mit der Husaren. Das gehört ja zusammen und da kann man die Stadt Grimma natürlich nicht rauslassen. Unser Mitglied Wolfhard Paul hat sich über mindestens 2 Jahre intensiv damit beschäftigt, die Unterbringung von Husaren genau zu untersuchen. Und das wird er hier in dieser Ausstellung zeigen. Beispielhaft sind die Bemühungen zur Aufarbeitung dieser Epoche. Grimma erlebte als Garnisonsstadt bewegte Zeiten. Als 1818 die ersten 400 bis 500 Husaren einkehrten, gab es keine Kasernen in der Stadt. Untergebracht waren sie in vielen kleinteiligen Bürgerquartieren und mussten versorgt werden, zusätzlich auch die Pferde. Das war ein richtiger großer Motor, der da eingesetzt worden ist, um das mit heutigen Begriffen so deutlich zu machen. Die Stadt hatte damals 3500 Einwohner in etwa und die ist gewachsen, also in 100 Jahren um das Vierfache, oder knapp um die 12.000 waren es am Ende, um die Jahrhundertwende, also 19 in das 20. Und ja, klar, wahnsinnig großer Einfluss. Wir würden uns heute über solche Wirtschaftsfaktoren sicherlich freuen. Die erste Kaserne stand 1883. Rund 8 Jahre dauerte es, bis alle Regimenter der über 1000 Husaren in Grimma stationiert werden konnten. Noch heute bestehen in der Grimmaer Altstadt einige Häuser als stumme Zeugen dieser Zeit. Die große Husarenkaserne rückt Stück für Stück neuen Gebäuden. Unter anderem den zukünftigen Husarensportpark und dem Finanzamt. Aber die Husaren waren nicht nur bloße Militärs. Sie brachten zahlreiche Traditionen unter das Volk. Angefangen beim Reitsport, über den Schießsport, gaben sie ihren Teil zur Gesellschaft bei. Das Trompeterkorps war nicht nur Trompeterkorps, um Signale zu senden, was die Husaren zu tun und zu lassen haben, sondern das Trompeterkorps war auch dafür da, auf den Tanzsälen aufzuspielen. Das ist ein Teil. Es gab Theatergruppen. Es gab von den Offizieren eine Theatergruppe, es gab von den Unteroffizieren eine Theatergruppe und von der Mannschaft. Da gab es öffentliche Aufführungen. Es sind Vereinstätigkeit. Die hat eine große Rolle gespielt, weil jeder, der ausgeschieden war aus dem militärischen Leben, hat sich dann irgendwo in Grimma auch oder in der Umgebung von Grimma auch in so einem Verein angeschlossen und dort noch seine Tradition weitergepflegt. Leider sieht die Historie des Husarenvereins Grimma gerade nicht ganz so rosig aus. Das Interesse an dieser Geschichte schwindet. Von den Gründungsmitgliedern sind einige zwar noch aktiv, durch ihr umfassendes Wirken aber auch in ganz Europa unterwegs. Das ist im Moment wahrscheinlich das schwierigste Problem, was wir als Husarenverein Grimma generell zu lösen haben. Wir haben eine Entwicklung, beginnend mit den 20 Jahren als Verein genommen, die eigentlich viele Jahre bis zumindest 2013 immer bergauf ging. Wir waren mal gute 30 Mitglieder, 36 war der Höhepunkt. Wir haben zum Tag der Sachsen 23 Reiter zu Pferde gehabt. Und sind da leider nur noch ein kleiner Häufchen in Anführungsstriche gesetzt. Der Nachwuchs ist unser Problem. Und die Völkerschlacht oder die 200-Jahr-Feiern zu den Veranstaltungen Völkerschlacht in Europa, die waren noch mal so ein richtiger Boom, dass jeder, der mit dem Hobby zu tun hatte, gesagt, ja, da will ich dabei sein. Wir waren auch dabei. Wir waren von Wagram, wir waren in Frankreich, wir waren in Italien, wir waren in Österreich, wir waren überall dabei. Zum Brückenfest am 25. Mai schlagen die Mitglieder des Vereins ihre Zelte für ein Biwak auf und nehmen den Besucher mit auf eine kleine Zeitreise und Husaren zum Anfassen. Bis dahin ist die Ausstellung in der Hospitalkapelle bis 26. Mai jeden Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.